So, willkommen. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Zu Folge 40 Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge sind wir tauchen gegangen. Und oh, in dieser Folge wird das Wetter sehr, sehr schlecht, so wie es aussieht. Also zieht ein Unwetter auf. Und wir segeln gerade zu unserer nächsten Mission. Wir haben auch so ein bisschen rausgefunden in der letzten, dass wir beim Tauchen sogar von Haien erwischt werden können. Das haben wir aber ganz subtil und elegant gelöst. Okay, jetzt wird das Wetter wieder ein bisschen besser. Pling! Ich habe eine Einladung erhalten, die ich aber jetzt nicht annehmen kann. Der Soundtrack gefällt mir gerade richtig gut. Das ist richtig schön gemacht. Ja, gefällt mir richtig gut. Also passt doch gerade total. Ich bin ja mal gespannt, ob wir immer noch nochmal ein paar Abstecher machen nach Abstergo Entertainment und ob wir noch mal ein paar Erinnerungslücken von Edward sehen werden. Also so ein paar Szenen aus der Vergangenheit, wo ihn halt seine Frau verlassen hatte, das haben wir ja gesehen schon. Und ob wir da noch mal irgendwie sowas zu Gesicht bekommen. Da hinten ist ein Haus auf der Karte. Sehe ich auch zum ersten Mal sowas. So, sind noch knapp 1100 Meter gleich. Vorne ist schon wieder Sperrgebiet. Versuchen wir mal so ein bisschen drumherum zu segeln. Da hinten, diese kleine Insel, scheint das Missionsziel zu sein, so wie es ausschaut. Ja. Oder auch nicht. Ne, da hinten das Schiff ist es, glaube ich. Segeln wir mal ein bisschen langsamer, dass wir da nicht auflaufen. Der Wind zeigt Zähne, Kraftsegel raff! Das Schiff jetzt angreifen oder einfach nur. Ja, starten wir mal die Mission. Des Teufels Advokat. Heißt diese Mission. Dann schauen wir mal. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man o' War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Queen Anne's Revenge. Was? Die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Schoten dich, halbes Segel! Sieht ein bisschen danach aus, als wären wir Blackbeard aus der Patsche helfen müssten. In einer Seeschlacht. Kriegt jeden Fetzen. Sieht so ein bisschen danach aus. Alle Segel klar zum Setzen. Das ist jetzt ein bisschen nebelig und sieht ein bisschen aus wie Titanic. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Bei dem Nebel muss man echt vorsichtig segeln. So ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ei. Schön wachsam bleiben. Aber man muss wirklich. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Merkst du es nicht? Oh doch. Ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Vergelte. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium.
Hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen, dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer. Wirklich. Aber das schmeckt mir. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Holt an! Das ist ganz schön Gegenwind jetzt gerade. Eine Bö kommt auf, Captain. In diesem Gebiet müssen wir jetzt die Queen Anne ausfindig machen. Und ich habe so ein bisschen Segel, das Gefühl, dass Segel! Das artet ein bisschen aus, so wie Edward auch schon. Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Der Wind ist eine steife Brise, Captain. Ganz schön mit dem Schiff, weil das ist so. Boah, Wahnsinn. Backbord! Diese treibende Beute wartet nur auf uns. Wir scheinen näher zu kommen, Captain. Wir müssen, wie gesagt, immer noch die Queen Anne finden. Wir müssen in diesem Gebiet hier irgendwo sein. Aber wo? Wow. Was war das denn? Lol. Plöpp. Da plöppt er da einfach mal die Treppe hoch. Tja. Da müssen wir mal schauen, wo es. Man sieht wirklich gar nichts. Wir sind so ein bisschen hier rumeiern auf See. Ist da hinten? Na, da ist Dodder. Auch ein ganz klein wenig mit Vorsicht zu genießen, das Ganze, weil, wie gesagt, man darf nicht zu schnell sein, weil auf Wasser bremsen ist nicht mal eben Bremse treten wie beim Auto. So, man, es kann passieren, dass man schnell auf Grund läuft, und das wollen wir ja nicht. Und ich will so gut es geht hier allen Schlachten aus dem Weg gehen. Aber wir sind immer noch im Sperrgebiet. Da ist es, glaube ich. Oder? Oder irre ich mich da? Segelreffen, raus aus der Böhm! Arte, sieh ja. Da! Das ist die Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir Queen segeln Anne's in die Höhe! Revenge. Alle Segel bergen, Männer! Vier, alles klar aufnehmen! Einholen und aufgeilen! Kann ich jetzt hier einfach... Captain steuert selbst. Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jackdock kreisen. Gut. Dann gehen wir jetzt an Land und schauen, was mit Blackbeard passiert ist. Und auf geht's. Rein ins Wasser. Captain über Bord. Ah, jetzt wird die Musik schon... Sehr schön, also gefällt mir richtig gut. Der Soundtrack gefällt mir richtig gut. Marina Island, oh, muss auch verteidigen. Oh Gott! Helf mir! Edward, bitte! Bleib standhaft vorne! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Hat ich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht! Du bist in ein Wespennest getreten, Thad. Im Dienste einer guten Sache! Medizin meinst du hoffentlich? Ei! Eine Galeone! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Wow! Wow! Wir sind doch ein bisschen aufpassen hier. Wow, 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 aber wir haben nicht mehr so viel Energie.
mal ein bisschen, dass sich ein bisschen regeneriert, laufe ich jetzt mal im Kreis. Wow. Wow, wow, nein, 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 wie war der nochmal mit der Pistole schießen? Okay. Lädt er auch nach? Was ist mit Nachladen? Lädt er auch mal nach? Wow! Wow! Was ist mit nach mit Waffe nachladen? Ah, okay. Wow! 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 Das war okay, das war sehr, sehr dämlich von mir. Ziele liegt dir nicht. Oh, den haben wir mal in die Hose geschossen. Jans Mutter schafft nun mal keine Legenden. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Wow! Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die kommt mir nicht wieder. Darf ich noch eben erbeuten, die Jungs? Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Hauptsegel setzen! Und nimm Kurs auf das verdammte Schiff! Okay, zu Befehl. Zeit haben wir unsere Medizin. Dann müssen wir jetzt hier das Schiff von Blackbeard steuern. Und los geht's! Wow, da werden wir schon befeuert. Oh, wie war denn nochmal hier schießen? Ach so. Auf geht's! Das wird jetzt wahrscheinlich ein Massenkampf, ein Megakampf, wie wir noch nie gesehen haben. Wow! Bin dabei. Voll draufhalten. Wow! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Hallo! Feuer doch dahin! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Lass sie nicht aus den Augen! Da ist sie am schwächsten, Captain. Okay. Huh. Hallo. Captain, ein paar Treffer hier und sie... Jetzt geht das Pulver aus, Captain. Verflucht. Ja. Und die Galeone sinkt einfach nicht. Ich sehe die versprochenen Teufelsflammen. Desynchronisiert, Ziel verloren. Hä? Okay. Oh mein Gott. Ah. Segel. Dann wollen wir das Ganze nochmal machen. Warum neigt das Schiff denn jetzt so? Hallo? Der Winkel schlägt noch nicht. Sind bereit, Sir. Feuer! Das hat Schaden angerichtet. Hebt den Befehl, Sir. Halt auf sie zu, Kenway. Wir wurden touchiert! Feuer! Wir machen so schnell wir können! Rahm- und Marssegel festzurren! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Und wie es da weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Also, bis demnächst. Tschüss!